Guten Tag, Freunde der Einhandmesser. Ich möchte euch heute mal das ganze, G7533 vorstellen. das sich hier hoffentlich in dieser Verpackung befindet. So, und das allererste, was uns entgegenkommt, ist eine Karte mit einem Puma. Oder ist das ein Puma? Ich denke mal. Mit einem 3D-Effekt. Cool. Ja, es ist einfach eine normale Karte. So, dann kommen wir mal zur Verpackung vom Messer. Hier steht Ganzo und darunter steht Tools, nothing is impossible. Also nichts ist unmöglich. So grob übersetzt. Und dann haben wir hier noch ein paar Zeichen. Kann ich jetzt leider nicht entziffern. Hier haben wir ein paar nicht ganz so wichtige Details. Ja, also okay. Hier haben wir nochmal Ganzo stehen. Darunter nochmal Tools, nothing is impossible und hier wieder die Zeichen und hier www.ganzo.cn. Okay, hier haben wir nochmal was anderes stehen. Und ja, wir haben halt auch nochmal was zu lesen, aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wir öffnen mal das Paket. Und uns kommt, okay, hier ist nichts mehr drin. Ich dachte gerade, hier wäre noch was drin. Uns kommt eine Nylontasche entgegen mit dem Logo Firebird und hier nochmal ganz so Tools. Man kann sie hier oben auch verschließen. Jetzt geht das hier wieder nicht. Ach, jetzt. So, dann kann man das Messer hier schön drinnen verstauen. Das können wir ja auch nachher noch machen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Rest, was hier noch drin ist. Was haben wir hier noch Schönes? Wir haben wieder solche Trockenheit-Kügelchen. Dann haben wir hier noch mal ein paar andere Messer, die man sich mal bestellen könnte. Dann hier noch wieder was zum Lesen. Ja. Ich glaube, das hier wird dann das nächste sein. Oder das hier. Sind auf jeden Fall sehr schöne Messer. Aber jetzt kommen wir zum krönenden Finale, zum Messer an sich. Ich habe mir das in der grünen Variante bestellt. Also der Griff besteht aus G10 Plastik und die Klinge besteht aus 44C Stahl. Auf der Klinge haben wir hier wieder einen Aufdruck. Und zwar wieder ganz so. Und das Logo davor. Und hier haben wir hier wieder das Firebird-Logo. Und darüber haben wir den Messernamen bzw. die Messernummer. Und die lautet wie folgt. G7533. Und 44er C-Stahl steht darunter. Wie schon gesagt, das ist halt 44er C-Stahl. Die Klinge wurde grau anodisiert. Und was ich auch schön finde, ist, dass die Schrauben eine blaue Anodisierung haben. Sowohl die Daumenpins. Und es lässt sich auch sehr gut öffnen. Wir haben das erste Mal hier einen Access Lock verbaut, wo man das hier einfach runterzieht und dann klappt sich die Klinge quasi von selber ein. Man kann es auch so öffnen, aber dann wären die Daumenpins wieder überfällig. Auf dieser Seite haben wir einen Pocket Clip. Ja, der ist ziemlich fest gespannt. Und wir haben hier hinten Spacer, also einen Backspacer. Ja, das Messer an sich wird jetzt aus zwei kleinen Schrauben zusammengehalten und einer Achsenschraube. Ja, und auf dieser Seite könnte man den Pocket Clip auch dran machen und hier oben haben wir noch eine Lanyard Hole. Da kann man dann das Messer halt irgendwo hinhängen oder was auch immer man damit machen sollte. Ja, gucken wir mal kurz, wie scharf diese Klinge nun ist. Das ist ziemlich scharf. Und gucken wir mal kurz, wie es aus dem Stand herausschneidet und ohne große Probleme geht die da durch. Also es ist bisher eins der schärfsten und schönsten Messer, die ich hier in meiner Sammlung habe. Ich freue mich, dieses in meine Sammlung aufnehmen zu können. Ja.
Es macht schon Spaß, damit zu schneiden. Ist auf jeden Fall ein cooles Messer. Was mir persönlich auch noch an dem Messer gefällt, ist, dass der Griff in die Klinge übergeht. Das heißt, hier hat man keine Kanten oder der Weiten und hier haben wir oben nochmal ein paar. Okay, jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht dazu ein. Also das ist jetzt dafür da, dass man nicht abrutscht. Mir fällt aber nicht gerade der Name nicht ein. Ich würde es einblenden, wenn es mir wieder einfallen wird. Ich denke mal, dass mir dann nachher beim Bearbeiten der Name dann wieder einfällt. Ist meistens so, deswegen, ja. Wir können ja das Messer gleich nochmal jetzt hier in die Tasche tun, wie wir es schon gesagt haben. Und ja, das machen wir jetzt auch mal. Die Tasche sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und es passt super hier rein. Man kann sich dann einfach so in die Tasche stecken und einfach mit rumtragen. Und es ist sehr schön. Sehr schön hier drinnen verpackt. Holen wir es wieder raus und dann gucken wir mal, was wir damit noch machen können. So, kommen wir mal noch schnell zu den Maßen des Messers. Es hat ein Gewicht von 124 Gramm. Dann haben wir außerdem noch eine Klingenlänge von 8,6 cm. Der Griff ist ungefähr 12 cm lang und im offenen Zustand hat es sage und schreibe 21,1 cm Länge. Und wir sehen uns wieder drin. Okay, das wäre es dann auch schon wieder zu diesem Video. Ich werde jetzt hier wieder eine kleine Bildercollage hinten dran hängen und ja, das wäre es dann auch schon gewesen. Bis zum nächsten Mal, ciao. Na, Blackie, hast du wieder ein Staubbad genommen? Ja. Staubkatze. Ja, wo ist denn da? Bis dann.